Nehmen wir doch mal an, du würdest einen Stein in der Hand haben und ihn mit einer gewissen Geschwindigkeit und mit einem gewissen Winkel wegwerfen. Vielleicht willst du irgendwo hinwerfen und irgendwas Bestimmtes treffen. Und wir nennen den Winkel mal Alpha und die Geschwindigkeit nehmen wir mal V. Das ist also die Anfangsgeschwindigkeit, die du dem Stein mitgegeben hast. Und nochmal als kleine Wiederholung, die Länge des Pfeils zeigt dir an, wie stark du geworfen hast, also wie stark oder wie hoch die Geschwindigkeit war. Und der Pfeil zeigt an, in welche Richtung der Stein geworfen wurde. Jeder Vektor besteht ja immer aus einem Wert und einer Richtung. Und ich möchte in diesem Video zeigen, wie wir den Punkt, an dem der Stein aufkommen wird, also wir können ja mal davon ausgehen, dass du eine Parabel werfen würdest. Und wir gehen davon aus, dass der Luftwiderstand vernachlässigbar ist. Hier hinten wäre ja irgendwo der Punkt, an dem der Stein landen würde. Und wir wollen das als eine Funktion, diesen Punkt, dieses S ausdrücken als eine Funktion in Abhängigkeit von Alpha, dem Winkel, in dem du geworfen hast, und von V, die Geschwindigkeit, mit der du geworfen hast. Das heißt, das sind die beiden Bekannten, die wir haben. Und wir wollen eine Funktion haben, mit der wir beschreiben können, wo wir landen werden. Das Sinnvollste ist im Normalfall immer, wenn du einen Vektor gegeben hast, wenn man diesen Vektor erstmal zerlegt in seine, bisschen lang geworden, wenn man den Vektor zerlegt in seine horizontale und in seine vertikale Komponente. Also das ist nochmal der gleiche Vektor wie hier vorne. Und wenn ich jetzt hier einfach gerade runter eine Linie zeichne und den Boden auch nochmal einzeichne, also das hier ist ja unser Boden gewesen, dann habe ich ja hier einen rechten Winkel hingezeichnet. Und hier drüben war noch unser Alpha, können wir auch noch mit reinschreiben. Dann könnten wir also sagen, dass das hier ist die Y-Komponente von V. Weil wenn wir uns ein Koordinatensystem vorstellen, dann ist das hier die X-Richtung und das hier ist die Y-Richtung. Also ist das hier ja die Richtung oder die Komponente von V, die in die positive Y-Richtung zeigt. Ich mache das mal weg da oben, sonst verwirrt das, glaube ich, nur. Und genau das gleiche können wir auch noch machen für die horizontale Richtung, also für die X-Richtung. Die Komponente würde dann natürlich nur bis hier gehen. Also können wir das hier nennen, das ist Vx. Und jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie groß ist denn Vy und wie groß ist denn eigentlich Vx? Und dafür denken wir auch nochmal ein bisschen zurück und erinnern uns an die Trigonometrie. Und ich schreibe hier den Hilfssatz nochmal auf, der mir immer ziemlich hilft. Der ist Sokator. Der ist leider ein englischer Satz, aber ich denke, das kann man sich auch so relativ gut merken. Der erste Buchstabe von diesen drei Wörtern steht immer für die Funktion, also für Sinus, Cosinus und Tangens. Und die anderen beiden geben immer an, was du durch was teilen musst. Also hier musst du die Opposite-Seite, also ich schreibe es mal nochmal extra hin. Opposite, also O, steht für die Gegenkathete. Gegenkathete. Und das A steht dementsprechend für die Ankathete oder die anliegende Seite, kannst du auch sagen, wenn du es besser merken kannst. Ankathete. Und das H steht dann natürlich für die Hypotenuse. Hypotenuse. Das heißt, wenn du jetzt wissen willst, wie der Sinus von diesem Winkel hier zum Beispiel ist, oder nehmen wir den Tangens, der Tangens von diesem Winkel ist die Opposite-Seite, also die Gegenkathete, durch die A-Seite, die Ankathete. Also in dem Fall wäre die gegenüberliegende Seite Vy und die anliegende Seite Vx. Aber wir wollen ja jetzt gucken, fangen wir mit Vy zum Beispiel an. Wir brauchen also eine Funktion von diesen dreien, die irgendwie Vy benutzt, also die gegenüberliegende Seite von Alpha und die Hypotenuse. Also brauchen wir ein O und ein H muss da drin vorkommen. Und wenn wir mal gucken, OA, das passt nicht, AH passt auch nicht, OH, also Sinus brauchen wir. Das heißt, wir können sagen, dass der Sinus von Alpha genauso groß ist wie der Wert, wenn ich O teile durch H. Also Vy teile ich durch H und unsere Hypotenuse ist in dem Fall ja unser V. Ups, falsche Farbe. Sollte eigentlich wieder gelb werden. Durch V. Und jetzt kann ich ja nochmal V rechnen und tausche am besten noch die Seiten. Dann weiß ich, dass Vy genauso groß ist wie unsere Anfangsgeschwindigkeit mal dem Sinus von unserem Alpha, von unserem Winkel. Können wir ja hier auch nochmal hinschreiben. Du bist also genauso groß wie die Hypotenuse, die Anfangsgeschwindigkeit, mal dem Sinus von Alpha.
Und das gleiche können wir ja für die horizontale Komponente auch noch machen. Da haben wir jetzt die Ankathete und die Hypotenuse. Also brauchen wir ein A und ein H da drin. Gucken wir mal. TOA geht nicht. SOH geht auch nicht. Also haben wir noch A und H. Ah, das passt ganz genau. Das ist die Ankathete und das ist die Hypotenuse. Also wissen wir, ich mache es mal wieder in weiß, dass der Cosinus von Alpha ist genauso groß wie A durch H. Die Ankathete, also diese Seite hier, die an dem Winkel liegt, also Vx, geteilt durch die Hypotenuse, also wieder V. Das können wir wieder genauso umstellen wie hier oben. Und dann wissen wir, dass Vx genauso groß ist wie V mal dem Cosinus von Alpha. Mal dem Cosinus von Alpha. Können wir uns hier drüben ja auch nochmal hinschreiben. Du bist also genauso groß wie V mal Cosinus Alpha. V mal Cosinus von Alpha. Und mit den beiden, oder um genau zu sein, nur mit dieser Angabe hier, mit Vy, wenn wir wissen, mit welcher Geschwindigkeit wir uns in die Y-Richtung bewegen, können wir damit im nächsten Video auch herausfinden, wie lange wir uns eigentlich in der Luft befinden werden.